Es ist nicht so lang, wie ich erwartet hatte. Ich dachte, es wäre länger gewesen. Ja, es hat sich gefühlt, länger angefühlt. Ja. Aber nachdem ich jetzt die Amnesia Fortnite Prototypen gespielt habe, habe ich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Weil, also, ich bin irgendwie so ein bisschen enttäuscht von den Prototypen, aber irgendwie auch nicht. So. Aber ich habe irgendwie noch viel mehr Lust, selbst eine Doku zu drehen. Sehr schön. Ich bin seit 2011 bei den Coding Monkeys, glaube ich. Doch. Ich bin seit 2011 bei den Coding Monkeys. Wir waren damals vier Studenten, die den Kurs auch mitgemacht haben. Also Martin Pittenauer, Martin Ott, Ulrich Bauer und ich. Und also Studenten im selben Semester, die einfach was machen wollten. Ja, wir hatten damals die verrückte Idee, dass wir halt was programmieren wollten, mit dem man einen Preis gewinnt. Ja, also Apple hat damals noch viel mehr als jetzt, aber immer noch jedes Jahr den Apple Design Award, den sie vergeben. Damals gab es eine Kategorie für Studenten und wir haben uns da in den Kopf gesetzt, okay, dann lass uns doch was programmieren, dass wir zumindest einreichen können. Ja, natürlich im besten Fall auch gewinnen, aber so als Deadline war das ein super Rahmen, weil man weiß das ja, wenn man so vor sich hin programmiert, ja, dann kommt dabei was raus oder nicht und liegt dann irgendwo auf der Festplatte. Aber wenn man so eine Deadline hat und ein Ziel, dann reißt man sich ja doch zusammen und macht das Zeug fertig. Ja, und das haben wir dann gemacht. Ja, und den Apple Design Award haben wir sogar gewonnen dann, ja, ganz dreist. Was natürlich super war, aber irgendwie auch total, ja, irgendwie durchgeknallt. Also sich da hinsetzen, einfach so, okay, wir wollen jetzt den Preis gewinnen und dann machen wir das und dann gewinnen wir da einen Preis. Also das war schon auch großartig. Das war auch schön, weil da hat Apple auch so den Flug zur WWDC übernommen und uns auch in ein relativ schickes Hotel einquartiert. Und ja, da ist man schon drei Köpfe gewachsen dann dabei. Also mein erstes Projekt war Evil Quiz. Das war ein kleines Quizspiel mit bösen Fragen. Nein, das stimmt gar nicht. Mein allererstes Projekt bei den Coding Monkeys, ich kann mich genau erinnern, der erste Tag, da habe ich Carcassonne-Grafiken aufbereitet. Und das finde ich sehr, sehr lustig, weil wir haben ja jetzt im Dezember die Erweiterung Drache und Burgfräulein gebracht. Und damals, also an meinem allerersten Tag 2011, habe ich da Grafiken für gemacht. Also irgendwann, ich habe mir sozusagen vorgearbeitet. Für mich vorgearbeitet. Und da haben wir eine Kooperation mit Boings gemacht, weil irgendwie hatten wir uns immer schon ein bisschen beschnuppert und die wollten ein neues Produkt machen und ja, da haben wir dann gemeinsam mit Boings zusammen an Boings TV gearbeitet, was eine Live-Videoschnittlösung ist, Videoschnitt und halt, also einfach Live-Produktion von verschiedenen Kameraquellen und Overlays und den ganzen Kram und damit haben wir uns wieder für den Apple Design Award beworben, also in dem Fall eigentlich Boings, aber wir so als beide Firmen, also Coding Monkeys und Boings zusammen und da haben wir noch einen gewonnen. Also erstmal war es überraschend, weil ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet und dann sitzt er, man sitzt da so in diesem riesen Presidio, das ist ja so der größte Vorlesungssaal auf der WWDC und dann kommt da auf einmal so, okay, Boings TV. Ja, und dann guckt man erstmal so ein bisschen links und rechts und glaubt es nicht so ganz, steht aber schon mal auf, geht dann schon mal so automatisch so in Richtung Bühne und ja, freut sich und steht dann ein bisschen betröppelt auf der Bühne, weil man irgendwie ja nicht gewohnt ist, dass man irgendwie alleine oder nicht alleine, aber zumindest so auf dem Präsentierteller steht. Also ich sehr gefreut, aber gleichzeitig auch gedacht, oh, Fotopose oder was, keine Ahnung.
Also ich mache zwei Sachen. Das ist Grafik hin und wieder und ich programmiere. Also momentan sitze ich an Carcassonne, das Phantom, und versuche da eben zusammen mit Tobi das Ganze zum Laufen zu bekommen. Ist eine kleine Erweiterung, deswegen sitzen wir momentan zu zweit dran. Ja, genau. Und mir macht es immer viel Spaß, da hin und her zu wechseln. Zu viel Grafik macht mich depressiv. zu viel Programmieren, das hängt immer davon ab, was es gerade ist. Und ja, da ich so an der Schnittstelle sitze, oft mache ich auch gern beides. Wir haben einen sehr glücklichen Kontakt zu mehr oder weniger den Drahtziehern des Blinkenlights-Projekts. Das war in Berlin, das Haus des Lehrers. Das ist ein bisschen freistehendes Haus, in das mal für ein ganzes Jahr zu mehr oder weniger zu einem großen Display umfunktioniert wurde, in dem man Lampen in jedes Fenster gestellt hat und dann entsprechend irgendwie da Laufschriften, Tetris und was auch immer drauf machen konnte. Also einfach ein großes Gebäude als Kunstobjekt, als Pixel-Display. Und da ist eben so der Drahtzieher auf uns zugekommen und gemeint, hey, wir machen da nochmal was. Und wir hätten gerne, also eigentlich fände es super, wenn dann auch entsprechend ein Simulator auf dem iPhone mitlaufen würde, dass wirklich während dieses Haus dann auch zum Display umfunktioniert wird, dann auf dem iPhone die ganze Welt mitgucken könnte, was dann da gerade läuft. Ja? Und das hatten wir eine tolle Idee, haben wir mitgemacht, hat irre Spaß gemacht, war in Toronto. Stereoskop war der Projektname dann, also das Projekt Blinkenden Lights ist so der Umbrella-Name für alle diese Projekte. Ja, das war eine spannende Zeit. Die Inspiration für Rules, also eigentlich wollte ich ein ganz anderes Projekt machen. Da habe ich mal wieder gemerkt, das dauert zu lange. Ich habe das auch noch vor, das kommt dann als nächstes. Aber mir war klar, das kann ich jetzt momentan nicht. Sondern ich brauche jetzt erstmal ein Projekt dazwischen. Und ja, es sind oft so Sachen, was beschäftigt mich gerade spielerisch? Also eigentlich waren es mehrere Spiele, die ich gerade gespielt habe. Es war Threes, was ja auch extrem süchtig macht, sehr einfach ist. Und auf der anderen Seite lustigerweise Papers, Please, was so dieses, okay, ich bin in einer unglaublichen Bürokratiemaschine, ich muss hier diese Regeln lernen, was passiert hier eigentlich? Und diese Kombination, dieses total Einfache und das total Komplizierte zusammenzubringen, das war so der Zündfunken für Rules. Ich selber habe ja echt schon lange die Idee gehabt, mal ein Brettspiel zu machen. Also eigentlich auch so als Autor, wirklich so in der Box gleichzeitig. Wollte ich aber auch immer eine Computerumsetzung machen, weil ich habe, also alle Brettspielumsetzungen, die ich so gekannt habe, haben es irgendwie verbockt gehabt zu dem Zeitpunkt noch, weil die machen immer 3D und Schnickschnack obendrauf und haben nicht so die Essenz des Spiels so in den Vordergrund gebracht. Und da hat sich es eben ergeben, interessanterweise über einen Podcast, weil ich im Podcast dann auch über Brettspiel gesprochen habe, also ich habe damals auch einen Spiele-Podcast gemacht, Computerspiele hauptsächlich, dass jemand vom Hans und Glück Verlag zugehört hat und dann mal gemeint hat, okay, hier, guckt ihr mal das Brettspiel an, wenn ihr mehr über Brettspiele sprechen wollt. Und dann habe ich ja zurückgefragt, so, wie wäre es denn, können wir mal irgendeine Lizenz umsetzen? Ich würde gerne mal ein Brettspiel so aufs iPhone bringen. Ich finde, die Devices sind toll, die eignen sich dafür. Und dann hatten wir irre Glück, weil da war gerade Carcassonne frei. Ja, und so war er da vorher noch bei Sierra auf der Xbox, so als Alleinvertrag wohl, und der ist gerade ausgelaufen. Ja, und dann hat man die Chance, Carcassonne zu machen fürs iPhone, und die haben wir natürlich ergriffen. Rules ist ein Spiel mit einem völlig innovativen Konzept, nämlich es ist total einfach zu lernen, aber super süchtig machend. Und als ich das so im Kopf hatte, dachte ich mir, scheiße, das werde ich niemandem verkaufen können, weil das ist so das Kriterium für diese Art Spiele. Da gibt es halt Tausende und Hunderte. Also es ist ein sehr einfaches Spiel, was sehr schnell geht. Die Idee an Rules ist eigentlich eine zusammengedampfte Idee, die ich schon mal in einem Brettspiel umgesetzt habe, in Santa Cruz. Nämlich die Idee ist, dass der Spieler sich an das Spiel gewöhnt und sich da heimisch fühlt und Dinge lernt. Rules basiert darauf, man hat 16 Karten und muss die
tappen in der richtigen Reihenfolge. Es gibt immer eine Regel. Die erste Regel ist absteigend. Also zuerst die 10, dann die 9er, dann die 8er und so weiter. Wenn man das geschafft hat, kommt das nächste Level. Zweite Regel, tappe die Grünen an. Das weiß ich jetzt auswendig sogar schon. Tappe die Grünen an, dann tappe ich die Grünen an, irgendwann sind da keine mehr. Und jetzt kommt der Trick an dem Spiel. Jetzt muss ich die letzte Regel anwenden, nämlich tappe von oben nach unten. Das wird dir aber nicht gesagt, sondern das musst du dir merken. Das heißt, irgendwann geht dir das in Fleisch und Blut über. Und das war was, was mich immer so gereizt hatte, wirklich so eins mit dem Spiel zu werden, weil ich das irgendwann tatsächlich automatisiert habe. Also ich weiß genau, welche Regeln kommen. Tappe von oben nach unten, tappe die Grünen, tappe die Ungeraden, tappe die Neuner, tappe die Tiere, dann die Wale, dann und so weiter. Wann soll das Teil fertig werden? Vorgestern. Aber also realistisch sehe ich jetzt, ich habe auf der Amaze in Berlin, also es ist so ein Indie-Festival, ein soweit fertigen Prototypen, dass der herzeigbar ist, alles funktioniert, dass die Grafik schon mehr oder weniger stimmt. Da möchte ich nochmal Feedback holen und dann noch Feinschliff machen und dann eben noch Sachen reinpacken wie Game Center und Achievements und Highscore-Listen und so. Das muss da noch nicht fertig sein. Aber ich will einen wirklich fundierten Eindruck bekommen. Und ja, das ist einfach toll, wenn du da ganz viele Leute auf einem Haufen hast, die alle spielen wollen. Wer ist jetzt eigentlich mit auf die Amaze? Das ist ja schon über nächste Woche oder sowas. In zwei Wochen. Hat noch ein Ticket. Oh, ich fahre vielleicht Anfang Mai nach Teneriffa. Deshalb weiß ich nicht, ob ich da noch mehr... Teneriffa. Ja, Sonne. So mal legen in die Sonne und... Die haben einen tollen Innenhof. Auf der Amaze. Ja, wenn das Wetter so ist wie jetzt, dann wäre das cool. Einfach so im Innenhof sitzen. iPhone spielen. Letztes Jahr ging das gut. Ausprobieren, so Kundenkontakt. Kundenkontakt, haben wir einen virtuellen Stand? Rules-Stand. Rules-Stand, naja, gut, ich werde es auf dem iPod spielen. Und dann, eigentlich ist es ganz gut, das immer dabei zu haben, weil du sprichst halt mit den Leuten, die wollen auch wissen, was du für Spiele machst. Ja. Und ansonsten, weiß nicht, Phantom. Gagasson eignet sich, glaube ich, nicht. Ist zu erklärungsbedürftig an der Stelle. Man kann es ja dabei haben, um es herzuzeigen, wenn man für die Leute, die es halt nicht kennen würden. Deswegen ist es auch total schwer, in so einer Situation. Ja. Passt das eigentlich nicht ganz. Und die anderen Dinge sind alle noch so, die will man nicht herzeigen. Ja, ja. Ja, alles ganz natürlich. Muss ich meine Karte irgendwie anders links wählen? Was? Muss ich meine Karte irgendwie anders links wählen? Ich denke, ja. So abendkassenmäßig. Nein, auf Sub-Israel will noch fertig werden eigentlich. Und das kommt dann zeigen. Genau, Sub-Israel zeigen. Oh, guck mal, Tatz. Mach mal mit Sub-Israel so Textspiele. Ja, das wäre. Mal vorher noch die iPhone-Version machen. Ah ja. Ausgeraucht, meine Damen und Herren.